So, einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Schön, dass Sie alle so zahlreich hierher gekommen sind. Ich darf Sie herzlich begrüßen zur Arbeitstagung Visionen von Studierendenerfolg im Rahmen des Kooperationsprojekts Studierendenerfolg erhöhen der Technischen Universität Kaiserslautern und der Hochschule Kaiserslautern. Ja, ich freue mich sehr, dass Sie alle da sind und ich darf mich vorab mal kurz vorstellen. Mein Name ist Felixa Dollinger und ich komme aus so einem ganz anderen Business als Sie. Ich bin Schauspielerin, Sprecherin und Moderatorin aus Stuttgart und bin sehr gespannt auf die nächsten zwei Tage und ich darf Sie da so ein bisschen durchgeleiten. Und jetzt wissen Sie schon, wer ich bin und bei dieser Arbeitstagung geht es ja ganz viel um Networken, Kennenlernen, Austauschen. Deswegen wäre es mir auch ganz wichtig, dass ich weiß, wer Sie sind. Deswegen machen wir jetzt einfach so eine kleine Vorstellungsrunde. Ja. Da ich hier einen straffen Zeitplan habe, würde ich sagen, sagen wir einfach alle gleichzeitig unseren Namen, dann kriegen wir das schneller über die Bühne. Vielleicht einfach bei drei. Eins, zwei, drei. Super. Jetzt weiß ich, wer Sie sind. Sie wissen, wie Ihr Nachbar heißt. Jetzt ist das alles schon ein bisschen persönlicher. Muss auch keiner mehr so nervös sein. Dann vielleicht noch, jetzt wissen wir, wie wir heißen. Wäre vielleicht noch interessant, wer hatte denn die weiteste Anreise? Ich bin gestern aus Stuttgart hergefahren. Das sind ungefähr 200 Kilometer. Gefühlt 300 mit Starkregen und Hagel. Kann das jemand toppen? 200 Kilometer? 600, das ist natürlich eine Nummer. Sonst noch, was wollten Sie gerade sagen? 300, ja, 600, wo genau? Hamburg. Hamburg. 600 Kilometer aus Hamburg, das ist ein Applaus wert. Das ist wohl die weiteste Anreise. Das können wir nicht toppen und es gibt da natürlich auch eine Belohnung für die Dame dort vorne, denn ich habe mir natürlich auch Gedanken gemacht, Visionen von Studierendenerfolg und habe da überlegt, was wäre denn da mein Ansatz? Mein Ansatz wäre Belohnen durch Süßigkeiten. Das können Sie sich ja vielleicht auch überlegen an der Hochschule, Universität. Das funktioniert bestimmt. Wir können das auch die zwei Tage so ein bisschen testen. Sie kriegen jetzt für die weiteste Anreise ein Gummibärchenpaket und keine Sorge. Die Deutsche Bahn, auf die ist Verlass. Ne? Schön, dass Sie überhaupt angekommen sind. Sie können natürlich auch Gummibärchen gewinnen für braves Zuhören, für super Fragestellungen oder Ähnliches. Das werden wir noch herausfinden. Dann noch eine wichtige Sache, wenn Sie Fragen haben. Wo ist die Toilette? Wann gibt's endlich Essen? Wo bin ich hier? Wo muss ich als nächstes hin? Die Herrschaften mit den grünen Namensschildern, das sind Ihre Ansprechpartner, einfach denen hinterherrennen. Die können Ihnen alles beantworten. Ja, jetzt gucke ich nochmal auf meinen schlauen Zettel, aber jetzt habe ich, glaube ich, alles Wichtige erwähnt und darf den ersten wichtigen Gast auf die Bühne bitten, und zwar den Vizepräsident für Studium, Lehre und Internationalisierung der Hochschule Kaiserslautern, Herr Professor Dr. Albert May. Ja, guten Morgen. Auch herzlich willkommen meinerseits. Ich freue mich, dass Sie da sind, dass wir immer so viele Expertinnen und Experten zusammen sind, um das Thema Studienerfolg, Lernerfolg zu diskutieren. Das ist natürlich in einer Hochschule eine der schönsten Events und Angelegenheiten, die man feiern kann. Ich freue mich, dass ich nochmal kurz meinen Namen genannt habe, denn es mag sein, dass es vorhin untergegangen ist. Albert May, eigentlich hätten wir hier zu zweit stehen sollen. Zusammen mit dem Kollegen Lörke, aber der ist leider erkrankt und von dieser Stelle wünsche ich Ihnen jetzt gute Besserung und Sie müssen es mit mir alleine machen. Vorneweg vielleicht ein paar Worte zu der Hochschule, wo Sie gerade sind, um das ein bisschen einzunorden, was wir an diesem Standort so treiben. Einmal, wir sind eine Hochschule, die über drei Standorte verteilt ist. Wir sind hier in Kaiserslautern, Pirmasens und Zweibrücken und von daher auch in der Region verteilt. Etwa 6.200 Studierende und wir machen Technik, Wirtschaft, Gestaltung, Gesundheit mit der Informatik als Querschnittsdisziplin. Damit drücken wir aus, dass wir gar nichts von den obigen Themen vorstellen können, ohne dass da ein moderner Anteil Informatik da drin ist. Die Hochschule hat eine Vision. Wir stehen für Verantwortung, Vernetzung, Vielfalt und Impuls. Und diese Begriffe kommen oft zurück und ich komme vielleicht auch in ein paar Minuten nochmal einmal kurz darauf zurück, denn es sind Begriffe, die uns eigentlich täglich begleiten. Nächste Folie. Das Projekt, in dem wir heute berichten, in dem heute diese Tagung stattfindet, ist ein Gemeinschaftsprojekt zwischen der Technischen Universität Kaiserslautern und uns.
Und Sie sehen hier, dass wir schon in den letzten über 10 Jahren eigentlich in einer Reihe von Projekten da erfolgreich Anträge gestellt haben und Projekte durchgeführt haben. Das ist toll, denn mit 2 Hochschulen in dieser Stadt hat man sich gegenseitig auch in viele Bereiche zu ergänzen. Und es ist schön, dass das auch funktioniert. Und die jetzige Tagung ist auch wieder ein Beispiel davon. Sie sehen, dass die Science and Innovation Alliance seit 2007 gemeinsam betrieben wird mit einer Reihe von Instituten in der Stadt hier. Und das geht dann weiter über verschiedene Projekte, die noch laufen oder noch schon abgeschlossen sind, über das Verbundprojekt Studierende Erfolg erhöhen im Rahmen dessen diese Tagung heute und morgen stattfindet. Dann waren wir auch erfolgreich zusammen beim Verbundprojekt Offene Digitalisierungsallianz, was im Rahmen der innovative Hochschule. Dankeschön. Präsident kommt einem immer zu Hilfe, wenn man ihn braucht. Dankeschön. Ja. Ja, nee, sehr, sehr schön. Und dann hatten wir eigentlich an dieser Stelle gedacht, wenn wir beide jetzt eine Begrüßung machen, was reden wir als Nicht-Fachleute, für so viele Fachleute über Studienerfolg? Und wir haben uns vor 2 Wochen unterhalten, was machen wir, wie sprechen wir das an? Und wir hatten eigentlich vor, mit Ihnen oder zusammen einen kleinen Dialog zu führen, wie ist es dann in unserer Erinnerung? Denn wir sind irgendwie alle mal betroffen gewesen. Studierendeerfolg, irgendwie kennen wir es alle. Wir sind alle da durchgegangen, durch diesen Weg. Was ist jetzt für mich nach 30, 35 Jahren noch übrig? Woran denke ich, wenn ich an Studierendeerfolg, an meinen eigenen Studienerfolg zurückdenke? Als Laie, nicht als Fachperson wie Sie. Was ist mir noch übrig geblieben? Und wir haben, in dem Sinne haben wir uns unterhalten. Und da kamen ein paar Sachen kamen da hoch. Einmal, es ist komplexer geworden. Der Beratungsbedarf, den wir heute sehen, die Beratungsangebote, die wir heute machen, haben wir so nicht gekannt. Und irgendwie sind wir trotzdem durchgekommen, war vielleicht auch eine andere Mentalität, vielleicht hat man manche Sachen, manche Notwendigkeiten noch nicht gesehen, aber das ist eine Sache, die uns aufgefallen ist. Wir sind gekommen, haben studiert, haben gar nichts von Beratungsangeboten gehört, haben es auch nicht bekommen. Erstes Programm, mach. Individualisierung, was eigentlich heute auf dem Programm steht, die große Themen. Ne? Also die Zweiteilung ist, dass wir heute vor allem in Gegenwart und morgen die Zukunft betrachten. Wenn wir dann sagen Individualisierung, gab es das in meinem Studium? Vielleicht gab es, ich habe es nicht gemerkt. Sag mal so, ich kann mich nicht daran erinnern. Ja? Das war ein Standardprogramm. Und dass man mal irgendwie noch ein Wahlpflichtfach machen konnte, okay, das war dann so. Mir sind 2 Sachen eingefallen und das möchte ich eigentlich ein bisschen anekdotisch einfließen lassen, weil es sehr ausdrücklich kein Fachthema ist. Mir sind 2 Sachen eingefallen, als ich an meinem Studium zurückdenke. Was hat dafür gesorgt, dass ich das Studium noch mal fertig gemacht habe und auch gar nicht so schlecht? Für mich das Wichtigste ist eigentlich die soziale Integration. Als ich nach Delft gekommen bin, dann kannte ich dort niemand. Ich bin von der Schule gegangen, bin nach Delft umgezogen. Große Uni, ich kannte niemand, war vollkommen allein in eine neue Welt, 19 Jahre, zum ersten Mal von zu Hause weg. Und jetzt ist es so, dass in Holland ist die Organisation von Studienort ein bisschen anders. Es gibt sehr viele Studierende, Vereine mit sehr unterschiedlichen Charakteren. Die gibt es von ganz bunte, alternative Gruppe bis eher konservativ und alles, was dazwischen ist vorhanden. Etwa zu meinem Zeitpunkt, etwa 40% der Studierenden sind Mitglied geworden in so einem Verein. Und in dem Verein, wo ich damals Mitglied geworden bin, haben wir mit 210 Leuten sind wir da reingekommen, Männer und Frauen. Und das war unser, so ein bisschen wie ein englischer Club, war unser Leben, das war mein soziales Umfeld. Und nach 2 Wochen kannte ich 210 Leute mit Gesicht und Name. Das war wichtig, dass man alle mit Gesicht und Name kennt. Und ich war dann so immer von Anfang an integriert. Und Sie kennen den Satz, der an vielen Hochschulen am Anfang gesagt wird, schauen Sie mal links und schauen Sie mal rechts und in 3, 4, 5 Jahren, dann sitzt nur noch einer von Ihnen da. Und das lief ein bisschen anders, denn die Kumpel, die jetzt links und rechts von mir saßen, mit dem haben wir alle das Studium fertig gemacht und das sind heute noch meine Freunde. Habe ich deswegen einen guten Riecher gehabt, um sofort ein paar schlaue Leute neben mir zu sitzen? Nein, mit Sicherheit nicht. Sondern ich glaube, was für mich wichtig ist, wir haben uns gegenseitig motiviert, wir haben uns mitgezogen, wir waren ein Team, wir haben das durchgezogen. Die soziale Komponente ist eigentlich das, woran ich mich nach
35 Jahren, 30 Jahren erinnere und sage, das war's, glaube ich. Das war's, dass die 4, 5 Leute, mit denen ich angefangen habe zu studieren, alle 4, 5 das Studium fertiggestellt haben. Und das ist wichtig. Und ich weiß gar nicht, wie man das in die Fachwelt verorten kann. Und sie wird eine andere Sache. Aber das ist mal ein Laieneindruck. Also das war wichtig. Zweites, natürlich gute Lehre. Und unter gute Lehre verstehe ich eigentlich nicht nur, dass jemand in der Lage ist, eine gute Präsentation, eine gute Vorlesung zu halten, medial alles fantastisch aufbereitet zu haben, sondern wenn ich jetzt denke, an wen erinnere ich mich noch im Studium, dann sind das vielleicht nicht die brillanten Vorlesungen, sondern das sind die Professoren und Professoren gewesen, die irgendwie Interesse an mich gezeigt haben. Irgendwie haben die eine Seite in mich berührt und mich zu höherer Leistung motiviert, weil die gesagt haben, machen Sie doch das, machen Sie doch das, haben mir was zugetraut. Und für die Leute habe ich besonders gern gearbeitet. Das ging mit Projektwoche, das ist mit einer Diplomarbeit gewesen. Und ich glaube, und da komme ich jetzt zurück bei dem, was wir auch als Hochschule, als Vision und unter die Begriffe Verantwortung, Vernetzung, Vielfalt, Impuls, haben wir 4 Handlungsmaxime hinterlegt. Und unter Verantwortung steht, wir sind Wegbegleiter. Und das spricht mir aus dem Herzen. Denn ich glaube, das ist ein so essentieller Punkt. Wir sind Wegbegleiter zu unseren Studierenden, zu den Kolleginnen und Kollegen untereinander. Wir sind Wegbegleiter zu den Unternehmen, mit denen wir zu tun haben. Das bedeutet, man geht ein Stückchen Weg zusammen. Wir mögen unterschiedliche Ziele haben, aber wir kommen irgendwie zusammen, gehen ein Stück Weg, unterhalten uns auf Augenhöhe, geben uns Orientierung und Ratschläge und gehen dann wieder unsere Wege. Jeder für sich. Und diese Wegbegleiter, Professorinnen und Professoren aus meinem Studium, das sind genau die, an die ich mich eigentlich jetzt noch erinnere, die da irgendwie auch was Persönliches bei mir berührt haben und gesagt, ja, das war toll. Und ich möchte mit einer kleinen Anekdote diese kleine Geschichte abschließen. Im ersten Semester hatte ich einen Physikprof. Und Sie können sich vorstellen, der Technische Uni, Physik, 400, 450 Leute im Raum. Welcome to hell. Ne? Also Physik, erstes Semester, jetzt wollen wir mal zeigen, wer hier hingehört und wer nicht. Und das war natürlich entsprechend hart. Und mein Freund Mark musste irgendwann in der dritte Prüfung, das hat ein Stückchen gedauert, und jetzt muss man wissen, Delft ist ziemlich ausgedehnt, zwischen den einzelnen Vorlesungen muss man sich immer auf dem Fahrrad setzen und radelt man zum nächsten Gebäude. Also das war ganz normal, zwischen alle Vorlesungen muss man radeln. Und da regnet es auch mal so wie hier. Und an einem solchen Tag haben wir vor der Ampel gestanden und da muss man sich mal vorstellen, 450 Leute, Mark im Drittversuch und ist irgendwann bei einem Prof vorbeigegangen, hat nochmal in der Sprechstunde was gefragt und dann muss dieser Prof ihn gesehen haben, auf seinem Fahrrad tropfend im Regen, ist über die Kreuzung gefahren, als die Ampel grün war, hält an, steigt aus und sagt zu Mark, Sie haben bestanden. Steigt ein und hat uns völlig sprachlos gelassen. Er ist wieder eingestiegen, ist weitergefahren. Ja? Wie das ging, dass der Mann so viele Gesichter kann, dass er das wusste, dass er sich erinnerte an diesen jungen Mann, der mal bei ihm in der Sprechstunde gewesen ist. Ja? Also das ist für mich bis heute ein Rätsel. Aber es ist ein Rätsel mit einem Auftrag und ich warte eigentlich auf die passende Gelegenheit, dass ich ihm das mal nachmachen kann. Das wird mich freuen. Jetzt hatten wir für den heutigen Tag eigentlich eine Arbeitsteilung vorgesehen und die sah aus, dass ich versprochen hatte, dass ich mich ums Wetter kümmere. Und Sie sehen, was dabei herausgekommen ist. Ich sage auch ehrlich, das ist nicht mein Geschmack. Also nicht, dass Sie sagen, ja, er wollte das auch. Nein, ich wollte das nicht. Umso mehr freue ich mich, dass alles andere fantastisch vorbereitet war. Und ganz viele Leute haben sich engagiert und ich kann die gar nicht alle danke, aber ich möchte ein paar Namen nennen. Anfangen von der Uni, weil der Lörke hier nicht stehen kann und das sagen kann, möchte ich ganz herzlich die Frau Bondorf, die Frau Schulz und die Frau Klein danke und von uns die Frau Kilian, die Frau Hettrich, die Frau Berkle und die Frau Feldner. Einen donnernden Applaus und herzlichen Dank. Ein ganz besonderer Dank auch für das Audio- und Videoteam. Das sind einfach die leise Menschen im Hintergrund, von denen man
wenn alles gut läuft, nichts merkt und nichts hört und die trotzdem ganz wichtige Arbeit leisten. Und ich habe auch gerade noch mal vor 2 Minuten gehört, dass das alles gestreamt wird, was mich natürlich unter einen zusätzlichen Druck setzt. Vielen herzlichen Dank auch an Ihrer Seite. Dankeschön. Das war ein bisschen scherzhaft, denn der wahre Grund, dass ich jetzt unter Druck stehe, ist, dass ich weiß, wenn ich alles richtig mache, bekomme ich vielleicht Gummibärchen. Und die mag ich ganz besonders. Ich wünsche Ihnen einen erfolgreichen Tag, inspirierenden Tag und alles Gute für die nächsten 2 Tage. Dankeschön.